Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Story of Seasons Brands of Mineral Town. Ja, ich hab's nicht wieder verkackt. wir gehen mal ganz kurz zum Schmied, damit der meine Gießkanne in eine Mithril-Gießkanne verwandelt. Und dann sammeln wir wieder Holz und so, würde ich sagen. Ist zwar zur Zeit ein bisschen eintönig, aber was soll ich machen? Hallo Cray. Insgesamt, ich weiß nicht. Es gibt ja Leute, die 50 Jahre in ein Spiel verbringen können und ich denke mir so, wie? Ein Tag, ja. Also keine Ahnung, ich frage mich halt genau, wie schafft man das so lange in diesem Spiel durchzuhalten? Weil ich meine, jetzt wird schon ein bisschen langweilig. Also ich finde es immer am spannendsten am Anfang, wenn man nicht weiß, wie man alles finanzieren kann und dann hat man auf einmal die Möglichkeit, so eine Kuh zu kaufen und dann muss man voll mit seinem Geld planen und jetzt habe ich halt einfach so Geld. So. Boah, Wort. Das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung. Ah ja. Gibt dann zum Beispiel ein paar Powerbären zu holen. Aber ich finde halt so die Main-Luft in den Spielen ist jetzt schon raus. Das ist immer so, der erste Winter ist eigentlich immer so der Knackpunkt. Und dann ist immer so Luft draußen in jedem Spiel, aber... Also ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendein Spiel schon erlebt habe, wo es nicht so war. Nee, eigentlich nicht. My Time with Portia vielleicht. Obwohl, da war der Winter auch nicht so schön. Okay, dann gehen wir jetzt angeln wieder. Bitte schafft es, vor allem mit den Gießen. Ihr habt heute nicht mich als Unterstützung. Ihr habt noch nicht mal mehr 3 Stunden. Oh Gott, ich krieg Angst. Gut. Ich räume das mal alles weg und jetzt gehen wir in Ruhe angeln. Gehen wir jetzt das erste Mal. So. Ah, die gießen. Schön. Ja. Ich wollte das Zeug in einer Lieferkiste abholen. Hey, sie sind fertig. Ich höre nichts mehr. Aber ich dachte jetzt gerade, sie sind heimgegangen. Habe so einen halben Schock gekriegt. Aber nein, ich glaube, die sind einfach fertig. Boah, zum Glück. Aber ich muss mal an einen anderen Ort angeln gehen. Ich gehe jetzt mal zu dem See davor. Ja. Ich glaube, man kann sogar Rezepte teilweise angeln. Wie gesagt, also ich finde, in diesem Spiel ist der Winter von allen Spielen tatsächlich der schlimmste Monat. Mir fehlen halt gerade so kreative Ideen, was man denn so machen könnte. So ganz kreative Ideen, keine Ahnung. Also mein nächstes Ziel ist jetzt für Herbst-Derby zu gewinnen. Dann für den Frisbee-Wettbewerb, ich glaube nicht, dass wir da gewinnen werden. Ein Ginbuna! So. Ja, ich habe heute Mathe geschrieben und ich glaube, ich habe das echt verkackt. Das ist die erste Aufgabe, also 1.1 war übelst easy, weil mit Polynomdivision, das war so ein bisschen kein Bock drauf, aber insgesamt ging es eigentlich voll. Ja, und dann irgendwie kam die 1.2, das war dann schon irgendwie so mit Limes ausreichend, das war eigentlich kein Problem, da war ich richtig schnell fertig und dann kam die 1.3. Das war der komplette Abfuck. Das war, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe was Falsches genommen, aber ich habe das Richtige rausbekommen und ich weiß, dass man es wegkürzen hätte können, aber ich habe es dann einfach nochmal gerechnet. Dann 2 Punkte habe ich richtig und dann ist das Problem, ich weiß nicht, ob ich jetzt recht habe oder der Rest meiner Klasse einfach recht hat, was ich mehr von ausgehe, weil das wirklich alle haben. Und zwar stand irgendwie dabei, dass man halt es gab praktisch eine Asymptote, an die sich natürlich der Graf angenähert hat.
Und man sollte herausfinden, bei was der Abstand drei Längeneinheiten betrifft und das Ganze negativ ist. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich minus das einsetzen, also minus 3 und dann komme ich auf 4, dann ist alles super. Ja, das Problem war nur irgendwie, man sollte das wohl extra rechnen. Also man sollte einmal praktisch ausrechnen, wann der negativ ist. Also ich habe die Angabe nicht mehr, deswegen kann ich nicht nachschauen. Und das verunsichert mich sehr stark. Und ich habe ein bisschen Angst, Mathe verkackt zu haben. Weil entweder hat es wirklich jeder aus meiner Klasse falsch oder ich habe es falsch, was halt einfach wahrscheinlicher ist, weil ich mal mit den Mathe-Genies in der Klasse bin. Mondklößchen, lecker. So, die Smaragd-Akademie. Es gibt also kein Jahresprogramm mehr. Ach, schade. Hier aber Verlust auf jeden Fall. Blüchen. Heute fehlt schon einer, gell? Ah, heute fehlen einige. Und heute ist alles reif. Oh Gott. Aber zum Glück, das sind nur 5 Dinger. Weil ich werde heute mit Gießen und mit Ernten müssen. Sonst Ernten hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass der Kleine das allein schafft. Ich habe noch ein paar Geschenke. Alles läuft gut, das freut mich. Ja, der müsste auch langsam fertig sein. Nachher zu dem wollte ich ja gar nicht mehr reinschauen. Also ganz ehrlich, ihr baut euch da auch schon 3 Tage oder so dran rum. Okay, wer braucht ein bisschen Ermunterung von mir? Naturgeister, okay, Kürbis braucht was. Besonders nicht da, okay, Kürbis. Kürbis, wo bist du, Kürbis? Hier. Finde ich super mega gut. Okay, dann mach weiter. Weiterarbeiten. So. Hey, bin noch auf Arbeit, aber wenigstens ganz kurz frisch dabei schon. Kopf hoch, nicht stressen. Viel Spaß beim Stream. Danke. Ja, ich weiß es halt nicht. Ich weiß halt nicht, ob ich das verkackt habe oder nicht. Es kann ja auch dieser unwahrscheinliche Fall sein, dass ich als Einzige aus meiner Klasse das richtig habe. Also, das gibt es halt auch noch. Und am Ende warst du Mathe als Einzige richtig. Ja, eben diesen Fall kann es auch geben, aber der ist halt extrem unwahrscheinlich, weil ich mit so vielen extrem schlauen Menschen in der Klasse bin. Und dann war halt noch die zweite Aufgabe, das war ja ein Witz. 4 BE für einen Term aufstellen, wofür ich eine ganze Minute gebraucht habe. Dann hatte ich noch 10 Minuten Zeit, eben eine Aufgabe zu korrigieren, wo ich ja wusste, dass sie falsch ist. Und ja, mir Gedanken zu machen über die eine mit diesem Abstand da. Aber das, meiner Meinung nach, stimmt es. Also ich weiß es halt nicht von der Angabe. Entweder habe ich mich da echt heftig verlesen oder alle anderen sind halt wirklich falsch dran. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, vielleicht kriege ich irgendwie so einen Mitleidspunkt oder so. Aber es hilft mir nichts, weil ich dann auch nicht auf 15 komme, sondern halt auf 14. Aber ja, okay, wenn ich dann in der Schulaufgabe 15 wieder rumschreibe, dann habe ich es wieder hin. So. Dann wollen wir mal hochlaufen zum. Also erstens kaufe ich gleich mal die Kohlsamen, wenn ich. Event. Cliff! Fällst du wieder eine Runde um? Heilige Makaro. Leila, wie lange bist du denn schon da? Eine Sekunde lang hatte ich das Gefühl, mein Herz zerspringt. Du hättest etwas sagen sollen. Oh, ich hätte düster ausgesehen, sagst du. Oh, dann war ich wohl ein wenig unnahbar. Tut mir leid. Also, was wollen wir als nächstes spielen? Ich möchte eine Blumenwiese gehen und eine Blumenkrone basteln. Boah, wow, das ist cool. Ich fange Insektenöl. Ich will was super cooles. Okay. Muss jetzt leider. Wird schon gut gelaufen. Muss jetzt leider wieder Möbel raus und viel Spaß und einen schönen Tag. Trotz deines vollen Terminkalenders. Danke. Diese Kinder haben so viel, immer so viel Energie. Sie kommen wunderbar miteinander aus, obwohl sie nicht miteinander verwandt sind. Wenn man ihnen zusieht, ist das wie eine leuchtende Hoffnungsstrahl. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und. Was, Leila? Was zu, um alles in der Welt? Oh, ich schiebe ihn vor. Oh, es ist nur Leila und Cliff. Hallo, was macht ihr beiden denn zusammen? Vor allem, ich bin mit ihr zusammen und ich bin mit ihnen zusammen. Das ist mega strange. Oh ja, es sind Cliff und Leila. Spielt ihr mit uns? Oh nein, wir waren nur in der Gegend und. Ja, wir spielen mit euch.
Hey, was tust du? Oh ja, spielen. Spielen, spielen. Mit so vielen Leuten können wir was ganz anderes spielen. Worauf habt ihr am meisten Lust? Was los, Griff? Sag aber nicht, dass du nicht mit uns spielen willst. Nein, das ist es nicht. Es ist wirklich okay, wenn ich mitspiele. Wenn ich, bin ich euch nicht im Weg oder so? Wie kommst du denn auf sowas? Du bist echt albern. Moin. Der alberne Albert. Also, was spielen wir? Ja, das ist eine gute Frage. Stecken oder fangen? 3, 2, 1. Ja, warum rennen wir nicht weg? Ach so, wir spielen Ochsenberg, schau um. Und stopp. Oh, ich hab verkackt. Jetzt spielen wir verstecken. Da ist ja jemand hinter dem Baum. Und ich habe jemanden im Busch gefunden. Ha, bitte finde mich als Letzter. Ich möchte einmal mein Leben hier gewinnen. Hey, oh, du hast mich gefunden. Boah, mal, das kennt ihr noch, das Verstecken mit Abklatschen. Das war richtig asozial. Hat mich mal so dermaßen hingelassen. Hat meine neuen Schuhe völlig kaputt gemacht. Und mein Knie. Fertig, los. Haben wir dann Wettsprint gemacht und ich habe richtig reingeschissen? Ich glaube schon. Wir haben so viel gespielt, haha, das hat einen riesen Spaß gemacht. Ja, heute war es so lustig wie noch nie. Bitte ist es nicht sauspät. Ich muss meine Gießkanne holen und ich muss in die Ernte wichteln. Ich hatte keine Ahnung, dass du so schnell bist, Cliff. Ich bin beeindruckt. Ja, Layla ist schon nicht schlecht, aber Cliff war irrsinnig schnell. Beim Verstecken hat er mich sofort gefunden. Ach, das war bestimmt nur Glück. Ja, wir müssen dann nach Hause. Bitte ist es jetzt nicht wirklich voll spät. Tschüss, bis bald, Cliff und Layla. Spielt wieder einmal mit uns. Muss ich neu laden, wenn es so ist. Schön dich lächeln zu sehen, oder? Leila, vielen, vielen Dank, dass du kommst, als nur daher, dass du mit mir den Schubs gegeben hast, Leila. Zuerst dachte ich, mir allen Laune verderben würde, aber es hat eine Menge Spaß gemacht. No, die Zeit vergeht wie im Verlug. Nee, hoffentlich nicht, wenn es man Spaß hat. Wir müssen auch zurück. Das ist jetzt nicht schwer. Okay, 13 Uhr, das ist in Ordnung. Das ist jetzt zwar nicht übelst früh, aber ich kann meine Gießkanne schnell abholen und schnell hochrennen. Das kriege ich hin. Alter, ich hatte jetzt gerade richtig Panik, dass es voll spät ist. Ich dachte, es ist jetzt 18 Uhr oder so und dann hat der andere zu. Und hier, das Ding hat dann auch zu, die Erntewichtel. Hatte ich richtig Panik gerade. So, Cliff, du und Mace, der braucht Honig. Der braucht auch Honig. So, du hilfst mir mal bei den Tieren. 7 Tage. Stimmt, genau. Und du hilfst mir bei der Ernte. 7 Tage. Stimmt, genau. Ich finde es immer noch schade, dass ich die nicht über 5 Monate oder so einstellen kann. Um Hilfe bitten. Gießen. 7 Tage. Ich will das 7 Tage lang gießen. Stimmt, genau. So. Dann renne ich jetzt noch schnell runter am Strand. Die haben jetzt halt vom Gießen her E5 Felder weniger, weil ich das andere noch nicht angepflanzt habe wieder. Hä? Eine von euch macht die Blumen. Ich glaube, du machst das Traum, oder? Und du machst das Blumen, glaube ich. Okay, ja. Einfach mal die Frauen im Dorf hier ein bisschen beschenken. So, von dir bräuchte ich mal am besten so 10 Kohlsamen. Weil die werden ja auch irgendwann reif sein zum Ernten. Und dann habe ich es gleich da. Okay, jetzt schauen wir mal da unten am Strand. Da liegen ja auch immer hier Gräser rum. Gut. Ja, dann geht's mal nach Hause und pflanzt mal ganz schnell an. Und dann gieße ich.
Ja, wie gesagt, also die 5 Felder oben muss ich mindestens gießen, aber ich werde noch viel, viel mehr gießen müssen, weil die ja insgesamt nichts leisten. Ich habe halt wenig. 5 brauche ich, glaube ich. So. Okay, ja, wie erwartet, darf ich jetzt eigentlich das ganze Feld gießen. Schauen wir mal, ich wollte es sogar sagen. Schauen wir mal, wie die Gießkanne reagiert. Okay. Also 5 Stück. Das heißt, ich fange mal von da oben am besten an. Seitlich. Geht in jede Richtung dann noch einer. So. Dann nochmal Gießkanne. Aber oh, die anderen gehen schon. Yay, und es wird dunkel. Ach, danke, dass ihr mir immer so helft und gar nicht früh abhaut, wenn ich hier irgendwas von euch brauche. Zum Beispiel meinen ganzen Hof gießen lassen. Und ich das dann nicht am Ende alles alleine machen muss. Oh, da fehlt so viel und es wird jetzt dunkel. Das ist uncool. Das ist extrem uncool. Boah, jetzt habe ich nicht mal mehr Wasser. Das ist nicht cool. Okay, aber wir machen an dieser Stelle mal einen. Hallöchen. Einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Bis dahin. Bye.